Willkommen zurück zum Weiterspielen in diesem Saftladen. Was machen wir denn jetzt hier? Wir gehen erstmal raus. So, jetzt sind wir hier oben. Ach, guck mal, das kann man sich schon mal von hier oben angucken. Oder auch nicht. Dann eben nicht. Was soll das Versteckspiel? Oh, ich habe Besuch. Wie schön. Nichts ist hier schön. Na doch, du lebst wieder. Ist doch fantastisch. Ach, das schon gar nicht. Ich sollte eigentlich tot sein. Jetzt beruhige dich doch erstmal. Möchtest du vielleicht einen Pfefferminztee? Der entspannt und macht einen frischen Atem. Es gibt nichts Besseres, wenn man gerade erst wieder auferstanden ist. Ich habe keinen Bock auf Pfefferminze. Ich will antworten. Wo bin ich hier? Willkommen in meinem bescheidenen Zuhause. Du wohnst hier? Hübsch, nicht wahr? Früher einmal war das hier die Anlage, in der der Organon erschaffen wurde. Es handelt sich um eine Klonfabrik. Sieht aber eher wie eine Müllverwertungsanlage aus. Ist es auch. Man benötigt viel organisches Material, um Menschen zu klonen. Willst du damit sagen, dass der finstere Fiskus eigentlich Biomüll ist? An deiner Stelle wäre ich nicht so überheblich, Prototyp R. Was für ein Typ? Selber Prototyp. Ich wollte dich nicht beleidigen, Rufus. Du kennst meinen Namen? Natürlich kenne ich den. Ich habe ihn dir ja selbst gegeben. Was soll das denn jetzt? Zugegeben, nicht mein kreativster Name. Du stammst aus einer Reihe von Prototypen, die der Massenproduktion des Organon vorangingen. Nur drei überlebten. Prototyp A, Prototyp C und du. Prototyp R. A und C? Argus und Kletis. Und R wie Rufus. Genau. Rufus steht für rothaarig. Ich dachte, ich könnte euch anhand der Haarfarbe unterscheiden. Aber ich habe es nie hinbekommen, dass die Haarfarbe die Pubertät überdauert. Leider war das nicht die einzige Macke. Alle Prototypen hatten Probleme, bevor ich die richtige Mischung fand. Die Klone waren als entbehrliche Arbeitskräfte konzipiert. Ich nahm euch den Respekt vor dem Leben. Leider führte es dazu, dass viele von euch auch keine Angst vor dem Tod hatten. Es gab diverse Unfälle. Wer bist du? Mein Name ist Hermes. Ich habe früher diese Klonanlage geleitet. Da musst du ja uralt sein. Technisch gesehen bin ich erst seit 2 Tagen am Leben. Ich klone mich regelmäßig neu. Das hält jung. Aber meine Gene sind alt. Die Abstände werden immer kürzer. Warum stirbst du nicht einfach? Warum sollte ich? Mir geht es super. So siehst du gar nicht aus. Mein Gott, akzeptier's doch. Deine Zeit ist abgelaufen. Im Gegenteil, ich bin topfit. Oh, könntest du kurz, danke. Wo war ich noch stehen geblieben? Du bist topfit. Ach ja, genau. Wie ein Turnschuh. Warum lässt du mich nicht sterben? Genau genommen warst du tot. Ich habe deine Überreste geklont. Ja, aber warum? Ich hätte es verdient, tot zu sein. Sei nicht so hart zu dir. An so einem schönen Tag sollte niemand tot sein. Das ist kein schöner Tag. Ich habe alles vermasselt. Oh, kann es sein, dass da jemand einen kleinen Schuldkomplex hat? Egal, was du getan hast. Komm darüber hinweg. Das Leben geht weiter. Das nennst du Leben? Das ist kein Leben. Das ist maximal ein billiger Abklatsch vom Leben. Ein Plagiat. Eine künstlich erzeugte, schlechte Imitation. Oh, hier ist nichts künstlich. All meine Klone sind aus komplett biologischem Anbau. Sagtest du nicht, dass du die Zutaten im Müll gefunden hast? Biomüll. Alles ganz natürlich. Oh, bis auf die Nukleinsäure. Die wird aus radioaktivem Schlamm synthetisiert. Das ist nicht wahr. Doch, das ist es. Aber es kann nicht sein. Ich bin nicht wie die Organons. Das habe ich auch nicht behauptet. Es stimmt zwar, dass ihr fast identische Gene habt, dieselbe Respektlosigkeit vor dem Leben, aber eine Sache ist dir zu eigen, die ihnen fehlt. Sex Appeal.
Hoffnung. Ja, und Sexappeal, nicht wahr? Nein. Ich bin nicht wie Cletus oder Argus. Natürlich nicht. Cletus hatte eigentlich mal grüne Haare und Argus blaue. Ja, ich hatte jetzt nicht an die Äußerlichkeiten gedacht. Die beiden sind hinterhältig und falsch. Das bin ich nur, wenn niemand zuguckt. Die beiden sind arrogant und selbstgefällig. Ich hingegen bin super. Die beiden sind ja meine Arschlöcher und ich bin ein... Wow, komm mal runter, Alter. Ihr seid nicht identisch. Weil du viel mehr bist als nur die Summe deiner Gene. Hm? Jede Erfahrung, jede Erinnerung addiert sich zu der Persönlichkeit, die du heute bist. Du meinst, wir waren mal komplett gleich? Aber ich hab dazugelernt? Exakt, Okowski. Naja, zumindest so ähnlich. Das Gen zum Dazulernen wurde bei dir falsch exprimiert, aber der Rest stimmt. Was heißt denn exprimiert? Wenn ich ein Klon wäre, müsste ich dann nicht wieder ganz jung sein? Eine gute Frage. Siehst du diese Behälter da drüben? In diesen Reifungskammern kann ich den natürlichen Alterungsprozess simulieren. Du kannst deine Klone also bis zu einem beliebigen Alter reifen lassen. Genau. Warum hast du dich dann so alt gemacht? Sei nicht so unhöflich. Funktioniert wohl nicht, hä? Wenn ich ein Klon bin, ja? Warum habe ich dann immer noch denselben Mantel an? Ernsthaft? Ach, schon wieder die Klamottenfrage. Verdammt nochmal, ich erschaffe Leben. Man sollte denken, dass das im Zentrum der Verwunderlichkeiten steht. Aber nein, immer fragen alle nach den Klamotten. Entschuldigung. Schön drumrum navigiert. Wenn ich ein Klon bin, warum kann ich mich dann an alles erinnern? Ah, du passt ja auf. Na, natürlich passe ich auf. Das war in deinem Design eigentlich nicht vorgesehen. Aber na gut, die Technik dahinter ist eigentlich ganz einfach. Mit einem Ganzkörperscanner wie diesem hier kann ich ein komplettes Speicherabbild deines neuronalen Netzes anfertigen. Beim Reifungsprozess werden in diesen Klonkammern dort mit Hilfe von winzig kleinen Messern die sich neu bildenden Nervenbahnen in die richtige Position getrimmt. Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie beim Beschneiden eines Bonsai-Bäumchens. Mit dem Unterschied natürlich, dass das Gehirn viel komplexer ist und die Schnitte innerhalb von Nanosekunden... Entschuldige, was war das nach nicht vorgesehen? Nicht so wichtig. Das Leben geht eben nicht weiter. Es war alles umsonst. Hippodia ist verloren, genau wie Goal. Und es ist alles meine Schuld. Warum soll ich dieses scheiß Leben eigentlich noch weitermachen? Weil es noch Hoffnung gibt. Das Leben geht weiter. Das Leben geht weiter? Wie stellst du dir das vor? Willst du mit dem Apparillo da etwa ganz Deponia klonen? Ich zeig dir jetzt mal, was ich von diesem bescheuerten Ding halte. Nein, Rufus, tu es nicht. Na dann halt mich doch auf. Nein. Ein dicker Hund. Boah! Rufus, ein Klon? Boah, damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Ja, jetzt sind wir hier in einem Klonlabor und lustigerweise läuft gerade hier bei uns bei den Sprachaufnahmen im Hintergrund die Simpsons-Folge, in der sich Homer klont. Bier, 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 bier. Sehr gut. Hat Joris gerade angeschaltet, weil heute auf ProSieben angeblich ein Beitrag über uns läuft, bei Galileo. Es gibt aber auch noch viele andere Sender, die ihr gucken könnt. Das ist da. Das ist eins RTL, muss man ja sagen, sonst ist es Fleischwerbung, ne? Ja, Fleischwerbung. Wie hier Rügenwalder, kennt ihr alle. Mit dem Jörg Pilawa, dem sehr überschätzten. Und die Diskussion, wäre Jörg Pilawa ein besserer Wetten, das Moderator gewesen als Markus Lanz, da möchte man gar nicht drüber nachdenken. Das sind ja auch alles so diese gesichtslosen Klone, so Massenfabrikhaltung der öffentlich-rechtlichen Unterhaltungs-. Aber ich schweife ab, wir waren ja bei Klonen. Ach nee, ich bin immer noch beim Thema. Sehr gut. Wir sind in einem Klonlabor angekommen, die drei heilige drei, alle guten Dinge sind drei, wissen wir ja. Deswegen stehen hier auch drei Klonen. Kammern rum, so es gibt die heilige Dreifaltigkeit, du hast drei Wünsche, ne? Es sind nicht nie fünf oder nur zwei Wünsche, es sind immer drei Wünsche, drei. Alle guten Dinge sind drei und natürlich Körper, Seele, Geist, wir haben ja Goal auch schon im zweiten Teil in drei Teile gespalten, man muss halt irgendwie, irgendwas ist an der drei, ich weiß auch nicht. Es gibt dieses Lied in der Sesamstraße, oder ist es überhaupt ein Lied, ist so ein Sketch mit Ernie und Bert, so, aber Bert, nichts ist mit fünf, seine Lieblingszahl ist die fünf.
Nichts ist mit 5. Alles ist mit 3. 3. Ich sag's euch. Was der für ein Quatsch zusammenlammert. Aber was haben wir denn hier unten? Hihihi. So. Wir können jetzt im Grunde noch nichts weiter machen als mit dem Basie. Nein! Sowas machen. Stopp! Lass das! Tu es nicht! So, jetzt bist du dran. Was hast du getan? Du hast alles kaputt gemacht. Jetzt war alles umsonst. Na endlich, er hat's verstanden. Du hattest mit allem recht, außer mit einer Sache. Das alles ist meine Schuld. Ich war es, der damals geglaubt hatte, Deponia sei nicht länger bewohnbar. Und ich habe den Evakuierungsplan entworfen. Ich habe Elysium erdacht und den Organon erschaffen. Als es dann soweit war, kamen mir Zweifel. Ich blieb auf Deponia zurück, um nach einer besseren Lösung zu suchen. Ich hatte alle Zeit der Welt und habe trotzdem versagt. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich kann nicht wieder gut machen, was ich getan habe. Ich dachte, ich hätte es verdient, mit der Schuld zu leben. Aber selbst das war noch zu optimistisch. Denn wo Leben ist, ist auch Hoffnung. Ich habe nur verdient, mit der Schuld zu sterben. Heul doch! Was? Goal? Ja, das... Goal? Sie ist immer noch tot. Was hatte ich auch erwartet? Aber irgendwas hatte Hermes doch mit ihr vor. Er wollte sie doch nicht etwa. Ich sollte dringend mal mit ihm reden. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Nee, das stimmt. Wir sind so ungefähr bei der Hälfte. Wieso ist sie jetzt hier unten? Okay, Ein wunderschöner Close-Up-Screen hier zum Bedienen der Klonanlage. Kann man also nach Herzenslust hin und her schalten. Das mag ich ja immer, wenn man halt ganz viel schalten kann und eigentlich hat auch alles eine Funktion. Wie funktioniert das eigentlich? Ich meine, ihr habt doch jetzt irgendwie auf mein Gesicht geklickt. Wenn ich mir jetzt diesen Screen so angucke, verdecke ich gerade die Lampe? Verdeckt mein Bild hier gerade die Lampe? Könnt ihr die Lampe noch sehen? Möglicherweise nicht, dann könnt ihr das Rätsel auch nie lösen. Oder ihr müsst immer runter in die Fabrikhalle laufen, weil natürlich diese Lämpchen hier korrespondieren mit den Lämpchen. So viel darf ich wohl verraten, ohne halt irgendwas vom Rätsel zu spoilern, in der Fabrikhalle. Das heißt, die zeigen immer denselben Zustand an. Und das war auch eine der großen Schwierigkeiten mit dem Skripten. Ich habe diesen Raum ja auch dummy geskriptet. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber es gibt tatsächlich das gesamte Goodbye Deponia gab es halt in einer dummy Version von mir, durchspielbar mit Dummy-Hintergründen, also halt alle so im schlechteren hingekrakelten Aetna-Stil gezeichnet, damit ich mir halt vorstellen konnte, dass ob die Rätsel auch wirklich alle funktionieren. Ich habe immer gesagt so, ja, dann bitte nichts verändern mehr, so, lass das bitte, die Logik, die stimmt schon. Und dann wurden natürlich doch irgendwie Fehler gefunden und so weiter, die halt ausgemerzt werden mussten in meiner Logik. Und dann musste halt alles umgebaut werden, weil der Skripter natürlich das ganz von neuem am besten halt verstehen muss, damit er überhaupt einen Überblick über die Fehler hat und baut das Ganze nochmal nach. Und dann sind dieselben Fehler wieder trotzdem drin, weil er dasselbe genauso nachgebaut hat. Und dann kann er erst anfangen, die Fehler zu beheben. Und eins der geflügelten Worte während der Produktion war tatsächlich, aber das hat doch schon mal funktioniert. Ja, das war, dieser Screen erinnert mich daran auch. Genau. Und insbesondere das Lämpchen, das ihr jetzt nicht seht, weil wahrscheinlich meine Fratze da drüber ist. Simon hat das noch verschoben bekommen. Das da. Diese Anzeige ist anders, was die wohl zu bedeuten hat. Aber solange sie grün leuchtet, wird schon alles in Ordnung sein. Wenn ich diese Anzeigen hier richtig deute, geben sie Auskunft über den Füllstand der Maschine. Dieses Symbol steht wohl für Kohlenhydrate. Das heißt also, es sind nicht genug Kohlenhydrate im Tank. Dieses Symbol steht wohl für Wasser. Das heißt also, es ist nicht genug Wasser im Tank. Dieses Symbol steht wohl für Kohlenhydrate. Das heißt also, es ist nicht genug Eiweiß im Tank. War das Absicht oder hat da einer gepennt? Dieses Symbol steht wohl für Fett. Das heißt also, es ist nicht genug Fett im Tank. So, das können wir nur drücken.
kommt nicht in die Tüte. Ich bin einmalig. So, mehr oder weniger. Okay, da können wir noch nicht viel machen. Und wir haben nur das Rohr. Zu einem Kapitel, in dem es halt hauptsächlich um Leben und Tod geht und die philosophischen Hintergedanken dahinter. Da braucht man natürlich, also vor allen Dingen natürlich um den Tod, da braucht man natürlich auch Krähen, aber Krähen gibt es ausnahmsweise mal nicht auf Deponia. Ich habe ja schon gesagt, es gibt halt sehr viel Getier, aber es gibt keine Krähen. Da müssen natürlich, wie könnte es anders sein, Vampir-Schnabeltiere herhalten. Ist ja auch viel naheliegender, wie dieses komische Küken mit dem Hut da in das Nest geraten ist, kann ich nicht einmal raten. Vampirschnabeltier. Ein Vampirschnabeltier? Die Sorte kenne ich ja noch gar nicht. Schön brav sein, hörst du? Jetzt geht das schon wieder los. Aha. Okay, mehr haben wir hier nicht. Das heißt, das können wir noch nicht lösen, dieses Rätsel. Dann gehen wir mal wieder zurück. Warte, du es nicht! Es ist zu spät, Rufus. Du hattest recht. Es gibt keine Hoffnung mehr. Nein! So ein Scheißdreck. Was mache ich denn jetzt? Ja. Wir müssen... Guck mal, eine Stechkarte. Da meint es aber jemand ernst mit den Überstunden. Der Arbeitsantritt liegt so weit zurück, dass die Löcher schon wieder zugewachsen sind. Noch ist nicht aller Tage Feierabend. Genau. So, und das sind halt die Anzeigen für Fett, Kohlenhydrate und so weiter. Das könnt ihr ja sicherlich lesen. Und ist alles noch nicht grün. Wir haben jetzt aber jede Menge Zeug. Und zwar haben wir einen Bohnensack. Die kippen wir mal da rein. Wie heißt es doch so schön? In der Not frisst der Teufel Kakerlakeneier. Na, was habe ich gesagt? Die Eiweißanzeige ist gestiegen. Und die für Kohlenhydrate gleich mit? Am Ende waren das tatsächlich Kakerlakeneier. Dann das Öl. Ich weiß ja nicht recht. Ha, Schwamm drüber. Puh, das Öl scheint noch als Fett durchzugehen. Glück gehabt. Das Wasser. Na, ob das wirklich noch gut ist? Ah, ich wusste doch, dass mit der Plörre was nicht stimmt. Außer der Wasseranzeige ist auch die für Mineralstoffe gestiegen. Bah! Wurscht. Auf diese Weise habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. So. Genau, ist jetzt alles gelb. Das Olivenöl? Ein bisschen Öl sollte ich mir aufsparen. Es ist eh nicht genug Fett, um Gol wieder zu beleben. Aber nicht, dass ihr der erzählt, dass ich das gesagt habe. Okay, das geht eh nicht. Ja, du raus da.
Eine Sache können wir noch probieren. Das habe ich mir nur ein bisschen falsch rum hier aufgeschrieben. Ich sollte eine Alterskarriere als Ernährungsberater in Betracht ziehen. Na, mein Kleines, hast du Hunger? Oh. Schön, oder? Ja. Wir können jetzt aber das machen. Einmal entwerten, bitte. Danke. So, jetzt können wir nämlich hier die gelochte Stechkarte mit der Stechuhr benutzen. Gratifikation. Knoblauch. Denn gerade im Alter ist Knoblauch gut fürs Gedächtnis. Und ihren Überstunden nach zu urteilen, sind sie jetzt sehr alt. Viel Spaß bei ihrem verdienten Feierabend. Das werde ich mir merken. So, jetzt können wir uns hier also mal angucken. Plörofitz? Das war früher mal mein Lieblingsgetränk. Ich habe mich immer gefragt, wie sie es hinbekommen, dass es im Dunkeln leuchtet. Und dass es sogar beim Urinieren noch leuchtet. Neckfett XXL. Meine Lieblingssorte. Es sind die einzigen, die in Bosos Nasenlöchern stecken bleiben. Trainieren gehen wir übrigens bei McFit. Und direkt daneben gibt's McDonald's. Das heißt, wir gehen dann immer zu McFit und danach zu McFett. Mmh, ein Feuerwerk köstlicher Aromen. Altes Frittenfett. So schön ranzig. Transfette. Mmh, lecker, lecker. So, Imbisswagentür. Keine Chance. Sie ist total zugerostet. Ein Hindernis nach dem anderen. Du könntest natürlich auch reinklettern vorne. Man kann natürlich auch das Olivenöl benutzen. Wer sagt's denn? Es hat tatsächlich funktioniert. Unfassbar. Kann es sein, dass ich gerade tatsächlich einen Verwendungszweck für Oliven entdeckt habe? So, jetzt hier rein. Da war ja noch ein Ei. Na, sowas. Genau, jetzt können wir nämlich den ganzen Kram hier nehmen. Die konnten wir noch nicht vorher nur angucken. Zum Glück gibt's bei Salz kein Verfallsdatum. Sonst würde ich ja bei dieser rostroten Farbe ein bisschen skeptisch werden. Mehr ist hier, glaube ich, auch nicht. Frittenfett. Mmh, ein Feuerwerk köstlicher Aromen. Altes Frittenfett. Genau. So, mehr können wir jetzt hier nicht machen. Also wieder raus. So, hier hin. Dahin. Dorthin. Da rein. Und gucke mal, was wir hier Leckeres haben. Na, mein Kleines, hast du Hunger? Wobei, ach egal, friss. Goldig. Schön brav sein, hörst du? Jetzt geht das schon wieder los. Es sieht zwar drollig aus, aber es hat einen infernalischen Mundgeruch. Tja. So, jetzt haben wir das Ei. Jetzt haben wir quasi noch mehr Zeug, was wir in den Trichter schütten können.
Deswegen, wie ging das hier hin? Dann dahin. Genau. Das kommt hier rein. Uhohohoho, das wird lecker. Genau, ist grün geworden. Fett. Pommes. Endlich kommen wir zu den Grundbausteinen des Lebens. Pleurofitz. Pleurofitz ist eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel. Es gab Monate, da habe ich mich von nichts anderem ernährt. Das kennen Programmierer so zu oder Studenten von Käsetoast. Käsetoast. Wie sagt man doch so schön? Was du frisst, das bist. Was war das hier? Mineralstoffe, okay. Und Rinder mit. Und da hätten wir Eiweiß. Zum Glück gibt's keine Anzeige für den Cholesterinspiegel. So. Wir können jetzt uns einen klonen. Und zwar war das hier, ne? Konsole. Genau. Wir klonen die 3. Achso. Und Rini hauen. Warte mal, der Hebel war richtig, ne? Oh nein! Besten Dank. Von diesen Typen gibt es wirklich schon mehr als genug. So ein Mist! Ja, na, das wird sich ja... richtig gelohnt. Stopp! Hey, was soll das? Wartet auf mich! Ach, verdammt! Ironie des Schicksals. Er nahm mir den Respekt vor dem Leben und ich habe mir den Arsch getreten. Du hast es doch selbst gesagt. Alles ist verloren. Das dachte ich auch. Aber dann habe ich Goal gefunden. Was hattest du mit ihr vor? Kann man sie noch retten? Ach, du kennst das Mädchen? Sie fiel kurz nach dir vom Himmel. Ihr Gehirn war noch nicht ganz tot. Der Rest war ziemlich hinüber. Darum habe ich einen Klon angefertigt. Er hat lange genug überlebt, um einen kompletten Scan durchzuführen. Hier, damit lässt sich deine Freundin klonen. Auch wenn ich nicht weiß, was das bringen soll. Eponia ist verloren. Lass das mal meine Sorge sein. Ich habe die Datasette mit ihrem Körperscan. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Okay, na dann gehen wir mal wieder hier. Ach nee, Quatsch. Wir sind wieder oben lang. Genau, wenn wir nämlich jetzt die falschen klonen oder nur 2 von den Hermes klonen, weil wir zu wenig Zeug drin haben, dann hüpfen die quasi hier und hier. Also wenn wir zu ganz wenig haben, kommt nur ein Hermes raus. Das ist hier Hermes. Hüpft hier rein, wird zerlegt, landet wieder als Ersatzteil Zeug da drin. Wir können mal von vorne anfangen. Wenn wir so viel haben, dass wir 2 jetzt zusammenkriegen, dann kommen halt 2 raus. Der erste hüpft hier rein, der zweite hüpft hier rein, sind zerlegt und so weiter. Wenn wir mal genug haben, dass wir ihn quasi 3-mal klonen können, dann passiert das, dass der dritte hier landet. Das wollte ich aber nicht zeigen, weil das ist ein bisschen sinnfrei. So, Konsole.
Passt, wie gemalt. Achso, das macht er automatisch. Gut. Das ist Goal. Ah, ach, das soll das heißen. Nee. Mysteriöse sechste Anzeige. Egal. So, dann mal rein ins Vergnügen. Ich rette dich, Goal. Was ist denn jetzt schon wieder? Da geht doch irgendwas in die Hose. Was tust du? Rate mal, ich rette Goal. Aber so doch nicht. Da ist ja gar keine Nukleinsäure mehr in der Maschine. Na ja, bei dir hat's ja auch ohne funktioniert. Schnell, brich das ab. Die Rohre überhitzen. Uns fliegt noch die ganze Maschine um die Ohren. Nein! Paul! Oder? Sie war nicht komplett ausgereift. Es liegt an der fehlenden Nukleinsäure. Ja, wo ist sie geblieben? Das Rohr führt in die Kanalisation unter Porta Fisco. Es tut mir leid, Rufus, aber es sieht so aus, als sei deine Freundin endgültig verloren. Nein, sie lebt. Ich kann sie noch retten. Tja, ich hätte noch einen Vorrat an Nukleinsäure. Damit könntest du sie theoretisch noch nachträglich ausreifen lassen. Aber was ist mit Deponia? Das letzte Hochboot kann jeden Moment in Richtung Elysium starten. Du kannst nicht gleichzeitig Goal retten und den Aufstiegszoll erreichen. Und selbst wenn... Die obere Aufstiegsstation ist das Hauptquartier des Organon. Alleine kommst du niemals da rein. So alleine bin ich nun auch wieder nicht. Meine Freunde vom Widerstand sind in Porta Fisco. Sie werden den Organon ablenken, während ich mich mit Goal auf das Hochboot schleiche. Und wer gibt ihnen Bescheid? Wer rettet Goal? Wer hindert Argus daran, in der Zwischenzeit mit dem Hochboot abzulegen? Du kannst nicht alles machen. Die Zeit reicht nicht aus. Da müsstest du dich schon dreiteilen. Und selbst wenn... Hm. Du bist sicher, dass du das wirklich durchziehen willst? Es ist nicht mehr genug Biomasse für drei Klone in der Kammer. So erfülle ich wenigstens doch noch einen Zweck. Du bist schwer in Ordnung, Hermes. Lass uns nicht sentimental werden. Hast du die Nukleinsäure dabei? Nukleinsäure? Check. Sehr gut. Denk daran, dass sie nicht mitgeklont wird. Nur einer von euch dreien wird sie nach dem Vorgang dabei haben. Keine Sorge, Hermes. Ich habe alles verstanden. Du kannst dich auf mich verlassen. Tja, ich hoffe nur, dass deine Konstruktion mit den Sandsäcken funktioniert, wenn der Hebel nicht betätigt wird. Es wird funktionieren. Das muss es einfach. Na dann, lass uns lieber keine Zeit verlieren. 3, 2, 1. Hepp! Und jetzt? Einer von euch beiden muss die Rebellen für einen Überraschungsangriff zusammentrommeln. Am besten du. Hä? Wieso denn ich? Ich gehe zur Organon-Hauptverwaltung und versuche, den Start des Hochboots hinauszuzögern. Ich hab's zuerst gesagt. Nein, ich! Ich gehe in die Kanalisation und rette Goal. Aber das ist mein Job. Nein, meiner. Ich muss Goal retten. Ich habe die Nukleinsäure. Nein. Ich. Aber Hermes hat sie mir gegeben. Nein, mir. Wir können ja nachgucken. Dann werden wir es ja sehen. Hm. Einer von diesen beiden Nulpen hat die Nukleinsäure. Aber welcher? Tja. Poki. Das ist ja mal was. Jetzt habt ihr tatsächlich den Rufus verdreifacht. Und kommt jetzt auch ab diesem Punkt in den Genuss, tatsächlich drei unterschiedliche Rufusse zu steuern. Rufii. Ist das nicht Rufi sein? Rufii. Weil es heißt ja nicht Rufus. Ja. Rufii. Ne, Rufii.
Rufi. Genau, man könnte halt jetzt, also Rufus, Rufi, Rufo. Also, liebe Rufum, Leute, während er hier gerade in eine andere Rufi, Ebene abhebt, Forum? Nee, Rufi. Bitte dieses Set nicht zu Hause nachbauen, sonst kriegt ihr dann Ärger mit Mami und Papi, ne, wenn eure vielen Rufen dann durch die Wohnung laufen, die ganzen Rufusse. Wobei man ja sagen muss, dass Rufus als klassischer Trickster-Charakter, jetzt mache ich mal einen kleinen Exkurs hier in die Dramentheorie. So klein ist der gar nicht. Das ist durchaus in line mit Dramaturgien, die halt teilweise über tausend und tausende von Jahren alt sind, dass diese Verdoppelung halt eine lange Historie im klassischen Drama hat. Tatsächlich ist es halt, sind es immer die Trickster-Charaktere und gerade solche Charaktere wie der Harlekin zum Beispiel, der ja auch im klassischen Sinne eben nicht nur eine lustige Rolle ist, sondern halt eine sehr tragische Rolle. Eine rufuale Rolle, kann man sagen. Eine rufuale Rolle, dass der halt auch damals im Theater halt die Fähigkeit hatte, sich zu verdoppeln und zu vervielfachen. Mich erinnert das an Raumschiff Enterprise, weil Captain Kirk wird in mehreren Abenteuern ja verdoppelt. Oder vermehrfacht. Und im Kinofilm 6, das unentdeckte Land, gibt es ja, glaube ich, sogar 3. War das nicht so? Ich habe mir in meiner Jugend immer vorgestellt, wie das wäre, wenn diese ganzen Doppelkirks, die bleiben ja am Ende übrig, ne? Wenn die alle irgendwo in einem gemeinsamen Raum gesammelt werden. Und was die dann erleben würden. Die sind natürlich unterschiedlich alt und unterschiedlich dick. Das wäre ganz spannend. Besonders unterschiedlich dick. Ist ja auch tatsächlich gerade irgendwie bei den Spielfilmen, die ja hinter der Serie gedreht wurden, ist ja irgendwie immer der. Aber Kirk ist eigentlich jetzt nicht so der klassische Trickster-Charakter. Da fragt man sich. Es freut mich, dass ich dein. Kulturhistorisch zu bedeuten hat, dass gerade Kirk sich. Es freut mich, dass ich dein humanistisches, gebildetes Kartenhaus ein wenig erschüttern konnte. Ja, verrückt. Die Verdoppelung. So, linker Rufus. Einer von diesen beiden Nulpen hat die Nukleinsäure. Aber welcher? Oh Mann, ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwie in sie reingucken. Zum Beispiel durch ein neues, cooles Interface-Element am unteren Bildrand. Der hat sie schon mal nicht. Der hat sie auch nicht. Der hat sie. Wusste ich's doch. Ich habe die Nukleinsäure. Also bin ich auch derjenige, der Goal retten darf. Guck mal. Haha, ich wusste es. Das heißt dann wohl, ich rette Goal. Nicht so schnell. Hey. Hey, hört auf mit dem Unsinn. Nun, hilf mir doch mal. Wem soll ich denn helfen? Hey, hört auf mit dem Unsinn! Nun, hilf mir doch mal! Wem soll ich denn helfen? So. Und jetzt mit denen reden. Hey, hört auf mit dem Unsinn! Tja, wenn zwei sich streiten...
Goal? Bist du das? Gott, ist das duster hier. Wow! Psst, Goal, wir müssen vorsichtig sein. Wer weiß, was für gruselige Viecher hier in der Dunkelheit lauern. Ja, zum Beispiel die Gruseligkeit, dass dieses Video jetzt doch endlich zu Ende ist. Ist ja auch schon mehr als lang. Dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen und im nächsten Video machen wir dann in der Dunkelheit weiter. Denn wir sind der Schrecken, der die Dunkelheit durchflattert. Bis gleich!